Mein Diesel zieht besser als jede E-Kiste. Stimmt das? Da ist schon was dran, denn Dieselmotoren haben oft ein hohes Drehmoment bei niedrigen und mittleren Drehzahlen. Doch in vielen Fällen können Elektro-Lkw mit Dieselfahrzeugen konkurrieren und sie sogar übertreffen, vor allem im niedrigen und mittleren Drehzahlbereich. Und beim E-Lkw liegt das volle Drehmoment sofort an. Didier Dischkewitz muss es wissen. Bei der Firma Schmidt Logistik fährt er schon seit 4 Jahren mit einem Elektro-Lkw und kennt die unterschiedlichsten Antriebsarten ganz genau. Der Unterschied ist der, ich kann mich mit dir in diesem Auto so unterhalten wie jetzt. Ich brauche nicht zu schreien. Zweitens habe ich keine Schaltbewegung. Ersten Gang, zweiten Gang, dritten Gang, fünften Gang fällt alles flach. Ich kann ihn schön in einem durchziehen. Und ich habe, wenn ich Gas geben muss, direkt die Power auf dem Gaspedal. Und das ist das Entscheidende. Das macht's aus. Doch nicht nur Didi als E-Lkw-Fahrer der ersten Stunde ist überzeugt, sondern mittlerweile auch viele seiner eingefleischten Dieselkollegen, die er im wahrsten Sinne des Wortes angesteckt hat. Denn probieren geht über studieren. Also wenn Sie das erste Mal mitfahren, kommt als allererstes immer: Nee, Elektro? Nee, keine Lust, lass mal. Ich habe Diesel im Blut. Ja, dann nehme ich sie mit. Dann zeigen wir ihnen das, was das Gerät alles kann. Und dann plötzlich, nach 2 Tagen, kommt das. Da kann man sich dran gewöhnen. Das ist richtig angenehm. Ja, und dann nach 4 Wochen, also ich will nichts mehr anderes fahren. Das ist so. Und weil das so ist, stimmt das hier so allgemein so nicht.